Ich begrüße dich hier auf YouTube, auf meinem Handarbeitskanal Cheap Lawful. Wir häkeln, stricken und spinnen hier. Und wenn du Lust hast, schau einfach mal in die Playlist. Du findest bestimmt etwas Wunderschönes, was du nach Häkeln, stricken oder auch mal dir ein Spinnvideo angucken möchtest. Ich habe auch einen Garten, da gibt es den Freitagsplausch. Deswegen, diesen Freitag kommt auch wieder ein super schönes Rezept. In der Playlist findet ihr das unter Freitag-Samstags-Plausch. Und wir beginnen heute mit diesem wunderschönen neuen Muster. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, ehe ich mir das ausgedacht habe. Das ist richtig wie Kettenoptik, oder? Also ich finde, es sieht richtig toll aus. Und wenn du das dann auch noch mit einem silbernen Glitzerfaden häkelst, dann kommt das richtig rüber. Ich habe mir überlegt, wo könntest du das für alle richtig schön wunderbar mal vorhäkeln? Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja ständig meine Brille irgendwo hinlege und die nicht wiederfinde. Also habe ich dieses Muster jetzt als Kettenband gemacht. Das kann ich mir jetzt umhängen und dann habe ich die Brille praktisch um den Hals. Aber das ist viel zu rau für den Hals. Und deswegen habe ich mir hier richtig schöne Restwolle genommen. Die siehst du jetzt hier liegen. So kleine Reste bleiben zum Beispiel beim Stricken übrig, wenn du die Socken gleich machen möchtest und dann noch ein bisschen abwickelst. Dann habe ich das zum Beispiel. Ich habe das auch am Hals probiert. Also es ist wichtig, dass du die Wolle, die du nimmst, auch am Hals probierst. Baumwolle ist auch toll, habe ich an meinem Hals probiert. Das ist nämlich eine Stelle, die ist total empfindlich. Also jedenfalls bei mir, das ist nicht wie Fußsohle, dass du auch mal was raueres verträgst. Wie zum Beispiel, hier habe ich selbst gesponnene Wolle. Das ist einfach zu rau für meinen Hals, obwohl es schon richtig für die Füße richtig kuschelig und angenehm ist. Hier habe ich auch noch Baumwolle mit Glitzer. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich mache das mal so ein bisschen hin und her. Das hat so rosa Glitzer dran. Die Stellen kommen hier ein bisschen dunkel. Vielleicht glitzert doch mal eins. Also am besten, du nimmst dir irgendeine Wolle. Ich habe jetzt auch noch die gefunden vom Winder. Die ist auch schön kuschelig an Hals. Und sie sollte beim Tragen nicht zu warm sein. Das habe ich nämlich hier auch gemerkt. Also mit einem Baumwollanteil, vielleicht hier habe ich auch zwei Fäden zusammengehäkelt. Deswegen liegen die hier schon so paarweise bereit. Das ist das und das zusammen. Ihr kennt die Sockenwolle vom letzten Mal, vom Sockenstricken. Und da blieb jetzt noch so viel übrig. Und da habe ich das mit der probiert. Zwei zusammen. Dann nehme ich dann eine größere Nadel auch, nicht was angegeben ist. Hier habe ich zum Beispiel einen Vierer genommen. Und dann werden die Maschen richtig wunderschön. Ich zeige dir das jetzt nochmal. Toll, oder? Und jetzt zeige ich dir, wie das Muster geht. Und du brauchst dann auch noch irgendwas, was du an der Brille festmachst. Vielleicht haben eure Kinder oder Enkel noch so kleine Gummis. Das habe ich jetzt entdeckt. Achtung, Werbung muss ich ja dazu sagen, im Rewe habe ich das bei uns entdeckt. Da gibt es das in so kleinen Tütchen. Entweder eine Farbe oder auch so gemischte Beutel. Und das könntest du auch nehmen. Oder auch, es gibt hier, das zeige ich dir, Haargummis mit so Noppen. Das ist auch echt super. Das kann sich dann nämlich hier so richtig schön drumlegen und es rutscht auch nicht weg. Siehst du? Bis hierher und dann geht es gar nicht weiter. Da kannst du das in Ruhe umhängen. Bei den Gummis auch, da geht das auch richtig super. Also brauchst du das, die Gummis und Wolle. Und jetzt geht das Häkelmuster los. Ich habe mich für diese Brille praktisch für einen Baumwollfaden und ein Socken Wollfaden entschieden und häkel mit einer Vierer-Häkelnadel.
4,5 ist das sogar. Du nimmst jetzt erstmal das in die Hand so und holst dir hier den Faden durch. Am Anfang hege ich den zwei Maschen mit ein. Wir machen Luftmaschen. Das ist ein bisschen fummelig, aber du weißt dann, dass dieser Faden, den brauchst du dann nur noch abschneiden. So einmal. Das ist hier zwar etwas dicker, aber das macht gar nichts. So, und noch einmal. So durch. Und jetzt brauche ich praktisch bloß den Faden hier ein Stück abschneiden. Wir müssen jetzt erstmal 10 Maschen machen. 10 Luftmaschen machst du jetzt in die Höhe. 2 hast du jetzt schon, wenn du das so gemacht hast wie ich. Jetzt noch 8. So, und jetzt beginnt praktisch ein Mustersatz. Und der besteht immer aus 3 Luftmaschen, 2 Umschläge auf die Nadel. Du stichst zurück hier in die erste Masche, holst dir den Faden durch und maschst wie ein ganz normales Doppelstäbchen ab. Also zweimal, dreimal. Das ist jetzt praktisch ein Kettenglied. Noch einmal. Du machst 3 Luftmaschen. Kannst du sagen, ist eine kleine Luftmaschenkette oder 3 Steigeluftmaschen. Dann nimmst du 2 Umschläge auf die Nadel und stichst hier in das Maschenglied ein von dieser großen Gliederkette, nenne ich das jetzt einfach mal, und maschst wie ein ganz normales doppeltes Stäbchen ab. Und das machst du jetzt auch 10-mal. Und hier rein, nicht, dass du dir irgendeine andere versuchst zu suchen, wirklich hier durch und dann abmaschen. So, ich habe jetzt schon 3. Wir brauchen noch mal 7, damit du auch wieder auf 10 kommst. So, ich habe das jetzt mal nachgemessen an der Brille und das sind 48 Zentimeter. Bei mir reichen die. Da habe ich nur diese Kettenglieder gemessen, die wir jetzt gehäkelt haben, was diese 10 Kettenglieder sind. Wenn dir das nicht reicht, musst du gegebenenfalls vielleicht noch 1 oder 2 mehr machen. Das musst du ausprobieren. Aber das müsste dann bei dir so in Brusthöhe hängen. Das wäre super. So, und meins jetzt hier sind kleine Maschen, ungefähr 1,5 Zentimeter. Dementsprechend muss ich auch hier mehr Kettenglieder häkeln. Seht ihr das? Schön, oder? Bis ich dann 48, 50 Zentimeter habe. Und dann geht das Muster weiter. Ihr haltet das so in der Hand. Macht noch mal eine Luftmasche, die braucht ihr hier. Und dann häkeln wir um diesen Bogen praktisch. Musst du schauen, ob du 2 Maschen oder 3 Maschen brauchst, feste Maschen oder vielleicht auch 4. Ich brauche hier 3, um rumzukommen. Und dann in die erste Masche, die hier wieder rum ist, machst du eine Kettmasche. So, und dann ist das erste Kettenglied auf der einen Seite fertig. So machst du das jetzt praktisch auf der ganzen Seite. Du musst das dann mit deiner Wolle probieren. Bei mir reichen 3 feste Maschen und dann in die Masche, das siehst du auch, ich zeig dir das. Hier sind, wenn du das so hältst, hier vorne an der Seite ein Stück von der Masche und hier hinten. Und da musst du durch. Und jetzt hast du praktisch 4 Fäden auf der Nadel. Das sind aber eine Masche für uns. Wenn du das mit nur einem Faden häkelst, hast du hier 2. Wenn du mehrere Fäden hast, hast du dann halt hier mehrere Fäden. Und da holst du dir den Faden durch und machst eine Kettmasche. Und das machst du jetzt zurück
bis ganz hier an den Anfang und da sehen wir uns wieder, weil ich dir zeigen möchte, wie du jetzt dann praktisch hier rumgehst und auf der anderen Seite zurückhäkelst. So, die ganze Reihe habe ich jetzt lang gehäkelt. Jetzt ist praktisch die eine Seite vom Kettenglied fertig. Ihr seid hier oben, da müsste noch eine Kettmasche rein, damit auch das Muster beendet ist, der Mustersatz. Dann haltet ihr euch das so, dass das Schwänzchen, sage ich jetzt einfach mal, nach unten hängt, macht praktisch links raus und macht nochmal eine feste Masche. Jetzt sieht das auch so aus, dass hier das erst losgeht. So, und jetzt wird auf der anderen Seite das genauso gehäkelt wie gerade eben. Immer drei feste Maschen. So, und dann, manchmal müsst ihr das auch rüberschieben, hier kommt die Kettmasche rein. Und das wird jetzt praktisch auf dieser Seite auch gemacht, wie auf der anderen immer. Drei feste Maschen und eine Kettmasche. Auch wieder bis zum Ende, da sehen wir uns auch wieder. So, jetzt sind unsere Maschenglieder fertig. Ich zeige euch das jetzt mal bei ein paar. Schön, oder? Und du bist jetzt praktisch hier auf der Seite am Ende. Das ist aber noch nicht das Ende, weil das sieht so aus. Und das sieht auch total unfertig aus, dieses Maschenglied. Du müsstest jetzt hier in die erste der drei Luftmaschen rein und eine Kettmasche machen. Dann sieht das Maschenglied auch fertig aus. So. Jetzt kommen wieder unsere 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bei der 9. nimmst du dir jetzt das Gummi, legst es praktisch so wie ich jetzt drüber und holst dir die 10. Masche durch. Schön festziehen, noch einmal eine Luftmasche und das wird jetzt hier abgeschnitten. So, wenn du das abgeschnitten hast, kannst du das rumdrehen. Hier hinten hast du immer nur ein Maschenglied und da lässt du das praktisch drin verschwinden, den Restfaden. Manchmal geht es nicht, so wie bei mir. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so kurz abschneiden dürfen. Dann einfach durch die ganze Masche. Musst du dann probieren. Vielleicht schneidest du es auch erst später ab. So. Und dann hole ich mir das hier so durch die Maschen durch. So. Und jetzt kann ich das hier hinten praktisch in diese in diesem einen Maschenglied hier hinten praktisch noch ein Stück nach oben führen. Abschneiden würde ich es nicht nochmal, ich würde es dann so lassen. So. Schön, oder? Und das war jetzt das ganze Häkelmuster. Ich zeige es euch nochmal, wie ich das dann an die Brille mache. So, ich habe das dann praktisch durch die kleinen Nuppen, hält sich das auch schon ganz schön alleine fest. Und dann wird das hier 3-4 Mal richtig drum gemacht. Noch einmal. So. Und dann kann das auch so schön da hängen. Bisschen vorschieben. Hier, das hat ja manchmal so einen Übergang. Und jetzt geht es auch nicht mehr weiter. Und auf der anderen Seite dementsprechend auch. So. Am besten jedes Mal wie so achten legen und dann hochschieben. So, und dann kann man sich das super gut vorstellen, wie wenn ich das jetzt auf hätte. So, und wenn ich es nicht auf habe, hängt es praktisch hinten um den Hals. So. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Anleitung. Es wird noch eine zweite Häkelidee mit dieser Anleitung geben für dich. Ich lege das andere jetzt auch noch mal hierher. So, das habe ich jetzt schon ein paar Tage um.
Man kann immer noch die Maschenglieder erkennen. Super, oder? Hier auch. So. Und ich lege euch jetzt noch mal das andere mit hin. Was jetzt wirklich wie Maschenglieder aussieht. Das ist aber zu rau am Hals. So. Es dreht sich ein bisschen ein, weil das harte Wolle ist. Ganz harte Geschenkbandwolle. So. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen, beim Stöbern in meiner Playlist. Tschüssi, meine Lieben. Bis Freitag. Da kommt wieder ein wunderschönes Rezept für euch. Ich wünsche euch einen schönen Restwoche. Ciao, ciao, sagt eure Nicole von Sheep Love Wool.